Ja, Harry, ist verständlich. So viele Träume, Hoffnung, dann ist alles vorbei. 19 Sekunden, was geht da an dir vor jetzt? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich kann gar nichts sagen. Ich weiß nicht mehr. Ich bin natürlich total enttäuscht. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich mich aufgewärmt habe. Was ich in der Vorbereitung gemacht habe, ich total die Erinnerung weg. Ich kann mich nicht erinnern. Tut mir leid. Ja, ist ja in Ordnung. Harry, wir haben den Niederschlag noch einmal im Monitor für dich vorbereitet, damit du dich vielleicht erinnern kannst, damit du sehen kannst, was passieren ist. Schauen wir es mal an. Da kommt er. Er hat mich schön abgefangen. Aber wie gesagt, ich kann mich an nichts erinnern zurzeit. Wie lange war ich am Boden? Keine Ahnung. Keine Träume. Das ist. Und du warst sehr lang am Boden, vielleicht sogar 30 Sekunden. Ist es natürlich jetzt schwer, schon einen Ausblick zu wagen. Was wird jetzt passieren? Ich denke mal, du wirst erstmal, ich würde fast sagen, einige Monate aussetzen, um diesen Schock zu überwinden. Aber du machst doch weiter, oder? Ich kann jetzt gar nichts sagen. Meine Gedanken sind total im Himmel. Ich weiß wirklich nicht. Ich kann nur sagen, ich möchte auf alle Fälle weitermachen. Plötzlich schwirren einen so viele Gedanken in den Kopf. Ich bin zurzeit noch immer nicht voll da. Denn du hast dich ja, wie du selber gesagt hast, optimal vorbereitet. Es ist einfach alles gestimmt. Und ich höre, wir haben noch einmal die Superzeitlupe davon. Vielleicht kannst du jetzt etwas erkennen. Fürchterlich. Er hat mich genau abgefangen. Ich wollte die linke gerade ausgestreckt. Normalerweise mein Schlag. Ich warte auf seine linke, bis er sie schlägt, dass ich dann die rechte drüber schlagen kann. Aber diesmal hat es mich erwischt. Also. Harry, wir wünschen dir alles Gute. Komm über den Schock hinweg. Lass dich trösten von deiner Familie. Und wie lange hat es gedauert, genau? 19 Sekunden. Das tut mir natürlich schrecklich leid. Nein, also kein Vorwurf an dich. Alles klar, vielen Dank, Harry. Danke. Ja.